Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meine aktuelle Morgenroutine für euch. Ja, wie ihr sehen könnt, liege ich da noch im Bett und versuche eine richtige Position zu finden und das ist mit Babybauch manchmal echt nicht so einfach. Und irgendwann muss ich dann auch aufstehen, weil der Kleine mir schon ganz schön auf die Eingeweide drückt. Und als allererstes checke ich immer meine ganzen Social Media Netzwerke, unter anderem Instagram, was ihr mir Nettes geschrieben habt und like, was ich so verpasst habe, einfach mal durch. Und dann wünsche ich euch einen guten Morgen bei Twitter. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir gerne auch dort folgen. Und in letzter Zeit bin ich immer so durstig, da muss man mir immer Saft oder Wasser erstmal ins Bett bringen. Und dann lasse ich den Morgen ganz gechillt angehen. Ich blätter dann meistens noch in meinen Babyzeitungen rum und informiere mich und ja, irgendwann muss auch ich dann mal aufstehen. Also meistens bleibe ich noch so eine halbe Stunde im Bett liegen, bis ich aufstehe und dann, ja, fängt auch für mich der Tag an. Es ist dann meistens so gegen 9 Uhr, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Zeit, um aufzustehen. Und ja, wie man sehen kann, habe ich auch ein bisschen Ballast mit mir zu tragen. Dann öffne ich erstmal die Fenster und sorge für frische Luft. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich das ganze Haus erstmal durchlüfte. Und dass es einfach frisch riecht. Dann geht es für mich ins Bad und ich knoddel mir erstmal meine Haare irgendwie nach oben, weil die mich immer total stören. Wasch meine Hände und im Anschluss dann auch mein Gesicht. Und dafür verwende ich super gerne von Bare Minerals dieses Öl. Das ist super mild und sehr sanft zur Haut und entfernt wirklich Talg und alle Überreste so von der Nacht. Und danach ist meine Haut immer ein bisschen trocken, dann benutze ich noch gerne diese Chanel-Maske, die sehr feuchtigkeitsspendend ist und ich lasse sie dann so übers Frühstück einziehen. Und weil ich ein Putzfreak bin, muss ich danach immer alles nachpolieren und ich wollte euch einfach nur zeigen, wie gestört ich bin. Danach ist der Milan dran, beziehungsweise mein Bauch und ich creme den immer mit dieser Hip-Body-Butter ein. Und ja, danach geht es für mich nach unten in Richtung Frühstück. Ich bin immer fürs Frühstück zuständig, aber auch vorher lüfte ich nochmal unten durch. Ja, genau. So, dann bereite ich das Frühstück immer für uns vor. Als allererstes mache ich immer den Wasserkocher an, damit der schon mal so ein bisschen vorheizt. Und ja, an diesem Morgen habe ich uns Eier gemacht. Ich mag immer gerne hartgekochte Eier oder Spiegelei oder Rührei, egal. Und ja, hier seht ihr mich am Kühlschrank hantieren. Und wir trinken auch wirklich jeden Morgen Tee. Wir sind gar nicht so die Kaffeetrinker irgendwie. Wir trinken immer schwarzen Tee mit Milch, Zitrone, Honig. So, genug von meinen Tanzmoves. Es geht weiter mit dem Essen vorbereiten. Ich schnibbel uns immer so ein paar Gürkchen und mache uns noch so ein paar Tomätchen dazu. Ich mag das immer ganz gerne so zum Frühstück. Und dann machen wir auch sehr oft diese Toastbrötchen. Ich mag eigentlich die dunklen immer lieber. Und ja, einen frischen Saft, ganz normal. Also so sieht so ein Standardfrühstück bei uns jeden Morgen eigentlich aus. Ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich schön, aber das ist halt das, was wir essen. Wenn ich gefrühstückt habe, dann mache ich mir momentan sehr gerne so eine Karaffe mit Wasser und die befülle ich dann mit Minze, Limette und Zitrone wie hier. Oder ich mache auch anderes Obst und Früchte rein. Ich finde, das schmeckt irgendwie viel besser als normales Wasser und viel frischer und man trinkt dann automatisch auch mehr. Und ich bin ja so ein Kandidat, ich trinke immer zu wenig und deswegen hilft mir diese Methode eigentlich sehr und so eine Karaffe ist bei mir relativ schnell leer. Ich muss natürlich dadurch auch sehr oft auf die Toilette, aber okay. Gott sei Dank haben wir so einen Wasserspender am Kühlschrank, somit ist die dann auch immer ruckizucki gefüllt und ich habe immer Wasser im Haus. Dann habe ich noch so ein bisschen durchgesaugt. Ja, das mache ich auch eigentlich fast täglich, weil gerade jetzt so zur Pollenzeit ist es ganz extrem schlimm. Und dann habe ich noch mein Bett auf die Schnelle gemacht. Ja, es wäre schön, wenn es so schnell gehen würde, ne? Wie jetzt hier gezeigt, aber das ist natürlich ein Schnelldurchlauf. Und leider habe ich meine schönen Kissen gerade in der Waschmaschine, deswegen sieht mein Bett so ein bisschen kahl aus. Normalerweise ist es ein bisschen schöner.
Aber ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie ich mein Bett mache. Die Decke ist übrigens vom IKEA, weil mich da ganz viele immer noch fragen. Also die gibt es bei IKEA. Dann geht's an die große Frage, was ziehe ich an? Und es ist jeden Morgen so, dass ich mich nicht entscheiden kann, weil mir natürlich nichts passt. Aber naja, irgendwas muss ich ja natürlich auch anziehen. Und dann habe ich mich einfach für dieses lässige Shirt entschieden und so ein Rock. Das sieht ja dann aber später noch mein Outfit. Dann geht's ans Zähneputzen. Ich habe so eine elektrische Zahnbürste und benutze von Odonomie 3 die Zahnpasta. Ich komme mit elektrischen Zahnbürsten echt besser klar und ich habe das Gefühl, dass die Zähne viel gereinigter sind. Dann wasche ich meine Haare mit dem Avapuri-Serie und mit dem Ritual. Und dann geht's zum Make-up. Als erstes benutze ich meine Augen- und Lippencreme von Caudalie. Ich bin also in dem Moment schon geduscht. Und dann verwende ich noch von MAC das Prep and Prime Spray, um meine Haut so ein bisschen zu erfrischen. Und von Bare Minerals im Anschluss noch so eine feuchtigkeitsspendende Foundation, die trotzdem eine schöne leichte Deckkraft hat und den Tag über die Haut auch so ein bisschen pflegt. Und die sehr, sehr mild und sanft ist für empfindliche Haut. Danach kommt mein MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe NW20 zum Einsatz und ich verblende den mit einem Beauty Blender. Und wenn ich damit fertig bin, fixiere ich das Ganze mit meinem Backstage-Puder in der Farbe Banana. Im Anschluss nehme ich dann noch von P2 den Beauty Safari Bronzer, den ich übrigens sehr, sehr gut finde aus der Drogerie. Also wenn ihr die noch bekommen könnt, guckt euch den mal an. Ich finde, der hat eine schöne Farbe, lässt sich gut verblenden und ist wirklich ein tolles Produkt für wenig Geld. Danach nehme ich noch von MAC den Melba Blush, das ist ja eins meiner Favoriten. Wenn ich nicht weiß, welche Farbe ich am Blush nehmen soll, greife ich immer zu dem. Und heute habe ich mal mein Augen-Make-up wieder mit der Naked 3 Palette von Urban Decay geschminkt und ich beginne mit dieser taubfarbenen Farbe und gebe die mit einem Verblendungspinsel auf meinem gesamten Lid auf. Ich habe diese Palette ewig nicht benutzt, aber ich finde, das ist so eine schöne Alltagspalette einfach. Und danach nehme ich diese helle, leicht roséfarbene, glitzernde Farbe und gebe die mit einem Pinsel auf meinem gesamten Augenlid auf. Und dann gehe ich nochmal in die Palette und nehme nochmal diesen dunkleren Ton und gebe den in meine Augenfalte. Ich finde, von den Farben her ist es sehr natürlich und sehr tragbar. Dann nehme ich von NYX noch den Wonder Pencil in so einem Hautton und gebe den auf meine untere Wasserlinie. Und von Anastasia Beverly Hills die Dip Brow Pomade. Und ich benutze da die Farbe Blond. Ich habe da noch Taub, aber Taub ist mir ein Ticken zu dunkel und ihr seht, das ist echt ein Unterschied, oder? Danach benutze ich noch dieses Canvas-Produkt, was super ist für zum Highlighten unter der Augenbraue und im inneren Augenwinkel. Und danach ist der Superliner von L'Oreal dran und ich ziehe mir einen sehr schmalen Eyeliner-Strich, weil ich diesen Look möglichst natürlich haben wollte. Natürlich müssen wir auch bei einem natürlichen Look die Wimpern tuschen. Ich verwende von L'Oreal die Miss Manga Mascara und die Telescopic und tusche mir kräftig meine Wimpern, weil falsche Wimpern trage ich heute ausnahmsweise mal nicht. Danach nehme ich noch von den Global Glow von MAC, einer meiner Lieblingshighlighter und Highlighter überall da, wo ich ein bisschen Schimmer haben möchte. Und noch von Astor einen Lippenstift und das ist die Farbe 602, genau. Das ist auch so ein schöner Ton und super tragbar für den Alltag, wie ich finde. Und die sind auch sehr feuchtigkeitsspendend, die Lippenstifte. Dann kommen wir zu den Haaren. Ich bin sehr unzufrieden mit meinen Haaren, deswegen habe ich von Numi mein Curl Gem Set ausgepackt. Das sieht so aus in so einem schönen, knalligen Pink. Und oh, ich liebe das. Das sieht schon alleine so schön aus. Und ich habe heute auch endlich wieder einen Rabattcode für euch. Dazu komme ich dann noch gleich. Aber erstmal muss ich meine Haare schön durchkämmen, weil die total verstrubbelt sind. Und dann nehme ich auch eine Bürste von Numi. Und die eignet sich perfekt für lange Haare. Und da meine Haare etwas fettig sind, benutze ich noch von Bad-Head ein Trockenshampoo, weil ich mir die Haare nicht allzu oft wasche, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Und ich habe den Rabattcode SaskiaLove für euch. Wenn ihr 100 Dollar auf jedes Set von Lumi sparen wollt und 12 Euro Versand. Oder ihr könnt 50% Rabatt auf die komplette Lumi-Webseite bekommen mit 12 Dollar Versand mit dem Code HAPPYDAY. Also schaut auf jeden Fall auch nochmal in die Infobox, weil da poste ich euch alles nochmal unten rein, damit ihr da auch nichts vergesst oder falsch eingebt. Danach nehme ich noch ein Arganöl, auch von Lumi, was ich echt so, so gut finde, weil es die Haare so pflegt und die so schön frisch danach duften. Und dann fixiere ich das Ganze einfach nochmal mit einem Haarspray und ihr habt einfach so schöne, natürlich fallende Locken. Wellen, sorry, keine Locken. Dann habe ich als Accessoires einfach nur Reolen gewählt und das ist mein Outfit. Wie ihr sehen könnt, ich platze fast. Das heißt, ich fühle mich momentan in so einem Rock eigentlich ganz wohl, weil mich nichts einengt oder einschneidet. Und meine Nike Thea dürfen auch nicht fehlen. Das war mein Look. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Passt auf euch auf. Ciao.